Hey, was geht ab, Leute? Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Susitz und schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist Montag, das heißt Mystery Monday. Heute habe ich einen Fall für euch, der wirklich ganz Amerika schockiert hat oder auch andere Teile der Welt. Und als ich ihn damals mitbekommen habe, war ich richtig schockiert. Und als dann auch feststand, wer dafür verantwortlich ist, war es noch schlimmer. Heute geht es um die vierköpfige Familie Coleman aus Columbia, Illinois, Amerika. Der Vater der Familie, Christopher Coleman, zur Tatzeit 32 Jahre alt, war vom Beruf Bodyguard. Er war der Bodyguard von Joyce Meyer. Ich bin mir sicher, dass einige von euch sie kennen. Das ist eine protestantische Predigerin, also sehr, sehr bekannt. Sie reist um die ganze Welt und predigt das Wort. Und ja, sie braucht halt sehr, sehr viel Schutz, weil sie auch sehr, sehr viele Hater hat. Und ja, Christopher Coleman war halt einer ihrer Bodyguards. Als ihr Bodyguard verdiente er sehr, sehr viel Geld, also sehr viel Geld. In der Organisation Joyce Meyer steckt sowieso ganz, ganz viel Geld drin. Der einzige Haken war einfach, dass er selten zu Hause war, da sie, wie gesagt, sehr viel reist. Sie ist in der Welt bekannt und dementsprechend musste er halt auch immer mitfliegen. Sherry Coleman war eine wunderschöne 31-jährige Hausfrau, die sich wirklich nur um das Haus und die Kinder gekümmert hat. Sie war sehr beliebt in der Nachbarschaft, hatte viele Freunde und war halt über 12 Jahre mit Christopher Coleman verheiratet. Sie hatten sich damals im Militär kennengelernt. Die Söhne Gavin und Garrett, 11 und 9 Jahre alt, waren ebenfalls sehr beliebt. Sie waren sehr gut erzogene Kinder, respektvoll, hatten viele, viele Freunde. Die ganze Familie schien einfach wie eine perfekte amerikanische Familie. Diese perfekte Familie sollte jedoch nicht länger glücklich bleiben. Im November 2008 gerieten sie alle in Gefahr. Christopher Coleman bekam plötzlich ganz, ganz viele Drohungen per Mail und die waren unter anderem wie: Sag Joyce Meyer, sie soll aufhören zu predigen, oder ich bringe dich und deine Familie um, oder wenn ich Joyce Meyer nicht umbringen kann, bringe ich deine Familie um, und viele, viele mehr. Und er verständigte natürlich sofort die Polizei. Als im Januar 2009 eine Nachricht sogar per Post kam, ja, und natürlich ohne Absender, war klar, okay, die Person ist hier in der Nähe, die Person weiß wirklich, wo die Familie wohnt, ja, nahm die Polizei das Ganze ernster und die Familie bekam Polizeischutz und auch wurde eine heimliche Kamera aufgestellt, die das Haus von außen filmte, damit, falls der Absender nochmal kommt, dass man ihn, ja, aufnimmt. They hoped to get a clear shot of whoever was leaving the notes. Be prepared for something that was going to happen and be as proactive about it as we could. Am 5. Mai 2009 verließ Christopher Coleman sehr früh das Haus, so gegen 5.40 Uhr, um ins Fitnessstudio zu gehen. Als er 1,5 Stunden später fertig war und seine Frau anrief, um sie zu wecken, die jedoch nicht ranging, fing er an, sich krasse Sorgen zu machen. Daraufhin rief er seinen Nachbar an, der Polizist war, und er bat ihn, vorbeizuschauen, um einfach, ja, sicher zu gehen, dass alles okay ist bei seiner Familie. Als dieser wenige Minuten später am Haus ankam und klingelte und klopfte, reagierte wieder keiner. Nach mehreren Klingeln und keiner Antwort beschloss er, sich in das Haus reinzugehen. Er gehörte nämlich mit zu den Polizisten, die der Familie vorher Schutz gegeben hatten. Im Haus war es sehr, sehr ruhig. Er ging davon aus, dass alle noch am Schlafen waren. Es gab jetzt keine Einbruchsspuren oder irgendetwas, was auffällig war. Plötzlich fiel ihm doch ein komischer Geruch auf. Es roch nach frischem Graffiti-Spray. Er folgte dem Geruch und ging die Treppen hoch und sah an den ganzen Wänden Drohnachrichten. Die Nachrichten an den Wänden waren unter anderem wie: Bestrafung, ich bringe deine Familie um, ich hab's dir gesagt, und. The first thing I remember was the smell of spray paint. We turned to the left here and saw the message that was left. A lot of helter-skelter type of message. Manson style spray paintings on the wall. Viel, viel schlimmer war es aber, dass er Sherry Coleman im Schlafzimmer tot auffand, in einem Kinderzimmer den 11-jährigen Gavin, im anderen den 9-jährigen Garrett. Ebenfalls tot. Später kam heraus, dass alle drei im Schlaf stranguliert wurden. Sofort rief der Polizist Verstärkung an. Wenige Minuten später war das Haus voll von Polizisten, Rechtsmediziner, Forensiker und. Als Christopher Coleman an seinem Haus ankam und die ganzen Polizisten sah, fing er sofort an zu weinen. Er fiel auf den Boden, er fing an zu schreien, er wollte ins Haus rein. Er war einfach am Ende. Er wurde dann aufs Revier geführt und vernommen. You suspect, I mean, out of all these emails and things you've been talking about at work, there's got to be one person that stands out in your mind. I don't have any clue. I wish I knew. If I had just been there this morning. Im Haus suchte man nach fremden Spuren, man fand leider nichts, man suchte nach der Tatwaffe,
man fand sie nicht. Die ganze Nachbarschaft war schockiert, keiner konnte es glauben. Viele hatten auch Angst, weil sowas in der Nachbarschaft noch nie passiert ist und ein Mörder war einfach frei, er war unter ihnen. Die ganzen Nachrichten berichteten darüber, alle waren sich einfach sicher, das ist die Person, die der Familie auch vorher gedroht hat. Die Polizisten arbeiteten wirklich sehr, sehr hart an diesem Fall. Einige von ihnen nahmen es auch sehr persönlich, weil sie selbst jüngere Söhne hatten oder auch eine Frau. Also ihnen war es sehr, sehr wichtig, diesen Fall, so schwer er auch ist, aufzuklären. Sie waren sich auch sicher, dem Täter sehr, sehr nah zu sein, jedoch warteten sie auf mehr Beweise. Ein paar Wochen nach der Tat wurden Sherry und ihre zwei Söhne, Gavin und Garrett, beerdigt. Einige Gäste hatten großes Mitleid mit Christopher Coleman, denn er hatte seine zwei Söhne und seine Frau auf einen Schlag verloren. Er war jetzt einfach ganz alleine. Aber auch nur einige. Viele waren dem Ganzen sehr, sehr skeptisch. Zu Recht. Christopher Coleman ist selbst der Täter. Christopher Coleman ist selbst der Täter. Die ganzen E-Mails mit den Drohungen kamen von seinem eigenen Laptop, welches er auf der Arbeit benutzt hat. Bei seiner Vernehmung hatte man Probeschriften von ihm genommen und die glichen halt der Graffiti-Schrift im Haus. Auf seiner Kreditkarte fand man einen Kauf von roter Graffiti-Farbe. Bei seiner Vernehmung am Tattag fiel einem Polizisten auf, dass er Kratzer an den Arm hatte und die versuchte er die ganze Zeit unter einer Decke zu verstecken. Police say Coleman tried to hide them during his interview. You can see on the video where he's asking for a blanket because he says he's cold. The only part of his body he covers up are the, you know, suspected marks on his arm. That'll work on it. Yes, as long as you cover my arms up. Und da man an der Leiche seiner Frau Abwehrspuren fand, war man sich einfach sicher, dass es daher kam. Einem anderen Polizisten fiel auf, dass Coleman nie gefragt hatte, wie seine Familie eigentlich ums Leben gekommen ist. Eigentlich hätte das ja seine allererste Frage sein müssen, als er am Tatort ankam. Aber er wusste es ja schon. Es kommt noch viel, viel schlimmer. Ein Jahr vor der Tat fing er eine Affäre an mit einer Frau namens Tara Lynns. Und diese Frau, also Tara Lynns, ist die ehemalige beste Freundin seiner Frau, Sherry Coleman. Ich hatte euch ja zu Anfang an erzählt, dass Christopher Coleman beruflich sehr oft unterwegs war in anderen Staaten, in anderen Kontinenten. Und jedes Mal, wenn er auf Reisen war, ließ er seine Affäre einfliegen, um mit ihr Zeit zu verbringen. Tara sagte später aus, dass Christopher Coleman ihr versprochen hatte, am 5. Mai die Scheidungspapiere einzureichen, jedoch tat er an diesem Tag etwas ganz, ganz anderes. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sie nichts von der Mordplanung wusste. Am 5. Mai 2011, genau zwei Jahre nach dem Mord, wurde Christopher Coleman für schuldig erklärt. And Christopher Coleman was charged with the first degree murder of his wife, and two sons. Seitdem sitzt er im Gefängnis und das für immer. In einem Interview sagte er, dass der wahre Täter auf freiem Fuß ist und dass er dem Täter das wünscht, was er seiner Familie getan hat. Die Polizei ist sich sicher, dass Christopher Coleman sich ein neues Leben mit seiner Affäre aufbauen wollte, das aber ohne sich von seiner Frau scheiden zu müssen. Er befürchtete nämlich, im Falle einer Scheidung seinen gut bezahlten Job zu verlieren. Die Organisation Joyce Meyer, wo er Bodyguard war, ist eine protestantische Organisation und da kann man sich ohne triftigen Grund nicht einfach scheiden. If he would have been having an adulterous affair while he was still married, then it could have definitely affected his job. Und deswegen sah er diesen dreifachen Mord an seiner eigenen Frau, an seinen eigenen Kindern als Ausweg. Ich werde meine Meinung heute dazu kurz fassen. Ich möchte nämlich nicht fluchen, ich möchte nicht emotional werden. Es ist so wichtig, für seinen zukünftigen Partner zu beten. Vielen ist es immer nur so wichtig, ja, mein Partner muss so und so viel Geld haben, so ein Auto fahren, so aussehen, das und das und das und das und das. Viel wichtiger ist es zu beten und zu hoffen, dass man einen Partner kriegt, der einen gut tut. Und nicht nach ein paar Jahren die Fähigkeit zu haben, einen umzubringen und die Kinder dazu. Sie waren 12 Jahre verheiratet, die Jungs waren sein Fleisch und Blut. Betet allgemein für Menschen, die in eurem Leben sind, sei es ein Partner oder Freunde. Nicht jeder ist ein Muss in eurem Leben, nicht jeder wird euch gut tun. Naja, das ist ein anderes Thema, ich möchte hier jetzt auch nicht predigen, aber das war gerade so auf meinem Herzen. So Leute, das war's mit dem Video. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Fall so denkt, sagt. Und liked dieses Video, teilt es mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!